Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing eines ACI Radeon HD 5850 Extreme von der Marke Saphire. Ja, so der Verpackung selbst sieht schon recht geil aus. Ja, ich würde sagen, wir kommen auch schon direkt zum Inhalt. So, dann muss ich auch mal hier auspacken. So. Hier haben wir einen Karton. Machen wir wieder zu. So. Ja, dann wollen wir mal reinschauen, was ist dabei, was wurde mitgeliefert. So. Ja, hier sehen wir zuerst einmal den Treiber Installations-CD. Dann noch ein Quick Guide Installationsheft. Von der Rückseite hier. Ja, dann hier nochmal irgendwie so eine Karte hier. Ja. So. Ja, hier die Grafikkarte. Komme ich gerne mal kurz drauf zurück. Ja, außerdem ist noch dabei, was nicht fehlen darf, ein Adapter DVI zu VGA. Außerdem ist noch dabei 2x6-Pin Stromsteckeranschluss. Hier nochmal mit so einem Anschluss. Ja. So. Einmal wieder rein. Karton zum anderen zur Seite. So, dann kommen wir jetzt zum Hauptteil. Die Grafikkarte. Spannung. Yeah! Das ist meine neue Grafikkarte. Ja! So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter ran hier. So. Ja, diese habe ich mir am Dienstag bestellt und seit heute angekommen und da bin ich natürlich super gefreut drauf. Ja, optisch schon mal sieht es recht gut aus. Mir gefällt das Gehäuse. Hier nochmal den Namen Radeon HD 5850. Und diese Grafikkarte hat 1 GB GDDR5 Arbeitsspeicher mit 256 Grafikbits. Ja, zeige euch jetzt einmal von den Anschlüssen. Zuerst einmal sehen wir hier den 80 mm Lüfter. Und ja, PCI Express X16. Ja, hier sehen wir, ja, was das jetzt für ein Anschluss ist, weiß ich leider nicht. Hier steht irgendwie D, P. Ja, sonst hier HDMI und DVI. Also, so. Ja, außerdem sehen wir hier die 2x6-Pin Stromanschluss. Kurz einmal von der Rückseite, was mir so gefällt. Ja. Ja, diese belegt auch zweimal PCI-Slots und ja. Ja, so. Was ich über diese Karte erzählen kann, ja, ich würde sagen, kauft euch diese Grafikkarte, die ist einfach nur das Beste vom Feinsten, best of best. ja, diese übertrifft auf jeden Fall eine Nvidia GeForce GTX 460 und ein paar andere GeForce Grafikkarten und auf jeden Fall auch andere ATI Grafikkarten und ja, selbst auch von der Lautstärke ist schön leise. Die Kühlung ist auch ganz gut, also kühlt ganz gut. Ja. Also ich kann sie nur weiterempfehlen und ans Herz legen. Sie ist einfach für mich perfekt. Und ja. Ja, ich würde sagen, hier verabschiede ich mich auch schon in diesem Unboxing eines ATI Radeon HD 5850. Und hier würde ich mich ganz besonders über eure Kommentare freuen. Bewertet mich, abonniert mich und macht den Daumen hoch. Und ja, wie schon erwähnt, kauft euch diese Karte.
Ihr werdet daran Spaß haben und ja. Ich sage Tschüss, Adieu und bis dann. Ciao.